Hallo, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Roli backt und kocht und heute mal nicht aus der Küche, sondern eben mal ja, von hier, ne? Vom Esstisch. Und wir machen nämlich heute ein Plauderstündchen und zwar reden wir heute nämlich über Silikonbackformen. Ich bekomme immer mehr Nachrichten, gerade wenn ich mal was in Facebook-Gruppen oder so poste, mit cool, wie hast du denn das hinbekommen, dass der Kuchen so toll ausschaut? Das freut mich natürlich persönlich sehr, denn ich selber halte mich da ja immer noch für einen Amateur. Ich bin kein gelernter Bäcker, kein Konditor und ich habe auch null Problem damit, wenn die Sachen wirklich handcrafted, also handgemacht ausschauen, wenn man sieht, ja, es kommt nicht vom Bäcker. Da sieht man nämlich auch, da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Was vom Bäcker kaufen und nachher sagen, habe ich selber gemacht, ja, das kann irgendwie jeder. Man bekommt aber gerade die Silikonbackformen mittlerweile relativ günstig und man kann eben mit denen auch relativ tolle Sachen machen. Da möchte ich euch heute einfach mal ganz kurz meine Lieblingsformen vorstellen und gleich vorweg, meine Lieblingsformen, die verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Muttertag steht vor der Tür, aber natürlich auch, es muss nicht unbedingt für Muttertag sein, dass ihr jemandem was damit backt oder dass ihr es verschenkt, sondern die sind ja auch für euch gedacht. Also man kann sich die auch zum Geburtstag kaufen, einfach so kaufen, zu Weihnachten kaufen, zu Ostern, so. Ganz egal, ihr merkt schon, worauf ich da hinaus will. Ja, Silikonbackformen. Ich habe hier mal einfach zwei Gugelhupfformen jetzt da. Das sind zwei verschiedene Gugelhupfformen aus Silikon. Und bevor ich euch jetzt einfach mal zeige, was meine Lieblingsformen sind, reden wir mal ganz kurz über diese Silikonbackformen. Generell, man kann sie in der Spülmaschine reinigen. Ja, sie neigen dazu, so Kalkrückstände vom Wasser anzunehmen, was tatsächlich allerdings nicht stört. Sie schauen dann eben etwas fleckig aus. Ja, wer das möchte, der kann die natürlich direkt nach dem Spülen polieren. Aber wie gesagt, schön schon mal, sie passen eben auch oder man kann sie eben auch problemlos in den Geschirrspüler räumen. Ein weiterer Vorteil, den Silikonbackformen gegenüber den klassischen Metallformen eigentlich haben, ist, die Metallformen sind innen ja normalerweise mit so einer Anti-Haft-Beschichtung versehen. Und gerade da ist es so, wenn die Form ein bisschen älter wird, mal ein paar Temperaturzyklen gesehen habt oder wenn man es eben sehr oft benutzt, ja, also heiß, kalt, immer im Ofen backen, wieder raus und so weiter, dann kann es natürlich sein, oder auch wenn man mal mit einem Messerchen oder mit einer zu harten Bürste die reinigt, oder vielleicht sogar mit einem Messer oder mit der Gabel dran schrammt, dass sich dann eben was von dieser Beschichtung löst. Das ist erstmal nicht dramatisch, solange man es nicht mit isst. Allerdings ist es dramatisch, wenn ich dann später was backen möchte und der Kuchen in der Form festpappt und ich den eben nicht mehr zerstörungsfrei rausbekomme. Und genau hier haben Silikonformen den großen Vorteil. Und zwar, sie sind flexibel. Also ich kann sie in alle Richtungen schön dienen. Worauf solltet ihr achten, wenn ihr euch eine Silikonform kaufen wollt? Ihr merkt schon mal, ich habe hier eine, die ist zum Beispiel hier von Dr. Oetker, glaube ich, ist die. Und hier eine ganz billige aus, ich glaube, die habe ich mir mal so in der Norma geschossen. Ausschauen tun beide wirklich schön und es kommen auch aus beiden relativ gute Ergebnisse raus, muss man sagen. Allerdings merkt man schon, dass die hier deutlich schwerer ist als die hier. Und man merkt es auch schon, wenn ich die hier hochhebe, behält die Form nahezu ganz. Wenn ich die genauso hochhebe, ist die eben viel lappriger, ne? Einfach mal hier so ein Vergleich. So, jetzt ist natürlich dann die Frage, ja, ist es schlimm, wenn es viel lappriger ist als die? Also muss die wirklich stabiler sein? Eine etwas festere Silikonform? Das kommt ganz drauf an, was und wie ihr backen wollt. Generell mache ich bessere Erfahrungen mit den etwas festeren Formen. Was daran liegt, man muss, wenn man hier den Kuchen raustut aus dem Ofen, ist der Kuchen noch weich. Und wenn dann die Form auch genau null Stabilität gibt, so wie bei der hier, ja, dann ist es halt so, wenn ich es dann hier so anlange, dann zieht man normalerweise immer oder man hebt hier hoch und dann drückt es eben hier innen runter durch das Gewicht des Kuchens und kann zu Verformungen am Kuchen führen. Schlimmstenfalls bricht euch der Kuchen. Wenn man es vorsichtig macht, zum Beispiel man nimmt ein Brettchen und zieht das Teil dann aus dem Ofen raus, direkt aufs Brettchen und transportiert es dann mit dem Brettchen, habt ihr kein Problem. Aber es ist halt ein Zusatzaufwand und oft ist es so, man ist so ein bisschen in Gedanken und denkt dann nicht so dran und dann nimmt man es und dann denkt sich, Mist, hätte ich doch lieber ein Brettchen genommen. Und genau das passiert eben mit diesen etwas festeren Silikonbackformen nicht. Ja? Das hängt natürlich zum einen an der Form zusammen, aber auch hier ist das Silikon
viel, viel dicker als hier. Und man merkt es eben auch nicht nur beim Backen, sondern es ist natürlich auch preislich ein Unterschied. Hochwertige Silikonformen sind eben teurer als eine 5-Euro Silikonform aus einem 1-Euro Laden oder der Norma oder sonst wo, wo man die billig schießen kann. Ja? Auch auf den großen Versandhändlern, ja? Ob das jetzt Amazon ist, ob das eBay ist, ist völlig egal, wo ihr guckt. Da gibt es auch wirklich Formen für 3, 4 Euro. Ja, aber die taugen halt auch nur für 3, 4 Euro. Meiner Meinung nach. Heißt ja, dass man damit keine schönen Ergebnisse rausbekommt, aber der Aufwand ist eben entsprechend höher. Ja, soviel zu den Formen hier schon mal. Und stellen wir das hier mal auf die Seite. Damit kommen wir auch schon mal zu einer klassischen Gugelhupfform. Das ist hier die Form von Dr. Oetker. Da gibt es aber ganz ähnliche Formen, auch in ähnlicher Stabilität auch von anderen Herstellern. Ich verlinke euch die hier mal unten. Da kommt tatsächlich ein schöner Kuchen mit raus. Das Tolle ist, die ist tatsächlich relativ stabil. Und das Backen funktioniert dann wirklich ganz hervorragend. Also, dass der Kuchen jetzt länger braucht, weil der Silikon eine geringere Wärmeleitfähigkeit hat oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Ich halte mich stets an die Rezepte, an die Angaben in den Rezepten, was die Backzeiten angeht. Das gilt auch für meine Rezepte. Da ist es völlig egal, ob ihr eine Metallform oder eine Silikonform nehmt. Haltet euch da dran, kommt da genauso schön raus. Wir haben halt hier innen eine relativ scharfe Kantung. Das heißt, jetzt zum Beispiel einen Biskuit könnt ihr da drin nur ganz, ganz schwer machen, weil den kriegt ihr einfach wirklich kaum mehr raus. Aber jeder normale Rührkuchen, klassische Gugelhupfform, Leute, damit macht man nichts falsch. Ja, die stelle ich mal kurz hier ein bisschen auf die Seite. Dann kommen wir mal zu den Kastenformen. Also, fangen wir es gleich mal an. Ich habe hier insgesamt 3 verschiedene. Die sind auch in unterschiedlicher Qualität wieder. Die blaue hat hier schon einige Verfärbungen erlitten aufgrund des Alters. Wenn ich sie einfach mal hier so hochnehme, ist die blaue ein bisschen lapprecher als wie zum Beispiel wie die hier. Das sind aber trotzdem beides relativ günstige Kastenformen. Und bei den Kastenformen, da muss man jetzt auch nicht unbedingt die allergrößte High-End-Kastenformen nehmen, was einfach daran liegt, die sind relativ klein und kompakt. Und aufgrund der Form haben die schon eine gewisse Stabilität, weil sie eben die Kanten eben auch haben. Die bringen so ein bisschen Steifigkeit in die Form rein. Also bei den Kastenformen, wenn ihr eine Kastenform wollt, da muss es nicht unbedingt die 20-Euro-Form sein. Da könnt ihr auch auf ein etwas günstigeres Produkt einfach mal zurückgreifen. Eine etwas besondere Kastenform habe ich hier. Dazu blende ich euch hier oben mal oder da ein, wie das Ergebnis ausschaut. Ist auch eine Kastenform. Die ist aber so leicht asymmetrisch oder gesamt gesehen ist sie sogar wieder symmetrisch, aber der Kuchen ist eben nicht gleichförmig, sondern ihr bekommt hier wirklich ein schönes Backergebnis und ist von einem italienischen Hersteller, ist von Silicomart, ist zurzeit, muss ich sagen, meine Lieblingsmarke, deswegen auch die folgenden Formen noch von Silicomart. Die zeichnet sich eben aus, dass sie eine sehr, sehr eigene Form haben, sehr, sehr eigenes Design und da bekommt ihr wirklich schöne Kuchen raus. Diese Silikon Form von Silicomat hier, die hat innen so schöne laufende Riefen und Riffelungen und hat hier eben oben diesen etwas erhöhten Rand, sodass das eben nicht, selbst wenn der Kuchen aufgeht, nicht gleich hier überquillt, sondern dass wir wirklich hier auch nochmal eine schöne Form hinbekommen. Finde ich an der Form ganz schön und auch hier ist das dehnbar, das Ganze. Also ihr könnt sie ja aufziehen, das heißt, selbst wenn der Kuchen gebacken ist, obwohl es ja hier oben so leicht spitz zuläuft, bekommt ihr den Kuchen gut raus. Und ihr merkt schon, das Teil ist relativ stabil, wenn man es also hochhebt. Ein bisschen wabbeln tut es, klar, ist Silikon. Und es liegt eben unter anderem auch, wenn man sich hier unten anschaut, da ist ein relativ dickes Muster drin, aber zusätzlich eben auch noch diese schönen Querverstrebungen eingearbeitet. Die sorgen eben dafür, dass das Ganze so bleibt, wie es soll. Ja, dann kommen wir weiter. Ebenfalls von Silicomat, auch hier bekommt man schöne Backergebnisse mit raus, ist eigentlich wie eine Gugelhupfform, schaut nur mal ein bisschen anders aus und die hat den unglaublichen Vorteil, dass ihr den Kuchen richtig, richtig geil mit Schokolade überziehen könnt, denn wie ihr es hier auf dem Bild seht, da bilden sich innen schon beim Backen so wie so kleine Einkerbungen, in denen dann die Schokolade schön runterlaufen kann, wenn man es mit einer Kuvertüre machen will. Man überzieht hier also nicht den kompletten Kuchen wild mit Schokolade, aber man setzt überall gleichmäßig schokoladige Akzente. Und das ist eine Form, die sehr, sehr gut ankommt, nachdem mich schon unglaublich viele Leute gefragt haben,
Deswegen möchte ich euch die auch hier vorstellen, auch von Silicomark. Ist die klassische Qualität, ist es tatsächlich ein gutes Silikon. Wenn man auch, die riechen auch nicht komisch oder so, wie man es oft hat, wenn man wirklich die billigsten Silikonformen nimmt, riecht da auch mal dran. Die sind tatsächlich geruchsneutral und man bekommt wirklich ein tolles Ergebnis. Und auch hier wieder, sie laufen oben so leicht spitz zu, aber trotzdem bekommt man den Kuchen, wenn er fertig gebacken ist, gut raus. Man langt einfach hier so ein bisschen hin, drehen oder stürzen, dann zieht man hier aus ein bisschen und macht plopp und der Kuchen ist draußen. Man braucht hier keine Semmelbrösel im Normalfall, es langt einfach, wenn man es innen ein bisschen ölt, kurz bevor man den Teig einfüllt und man bekommt wirklich ein Top-Backergebnis. Ja, eine weitere Form von Silicomart ist diese hier. Das ist mehr oder weniger auch wie ein Gugelhupf, bloß dass der Gugelhupf in der Mitte ja immer noch ein Loch hat und das fehlt hier. Dafür haben wir hier so schöne, wie so schöne Flächen in lauter kleinen Dreieckchen drin und das Ganze schaut zum Schluss so ein bisschen leicht aus, wie so ein geschliffener Diamant. Hat man auch wirklich nicht jeden Tag, von daher auch eine richtig, richtig gute Sache, ihr seht es hier auf dem Bild. Also wenn man mal auch zu einem Geburtstag was selber was backen möchte, das aber ein bisschen eine besondere Form hat, mit der Form macht man alles richtig. Die ist auch richtig schön stabil. Ihr seht es auch hier außen, wir haben nämlich nicht nur hier innen die Form, sondern auch hier außen wieder ganz viele von diesen Silikonverstrebungen, die eben einfach eine gute Stabilität geben, sodass die eben nicht so leicht rumschwabbelt. Ein bisschen natürlich wie immer, wie schon erwähnt, aber alles in allem eine richtig, richtig schöne Form. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und als letzte Silikonform, die ich euch vorstellen muss, die Chiron Tondo, ebenfalls von Silicomart. Die hat den Vorteil, man bekommt so einen schönen, leicht kuppeligen Kuchen, der eben so eine spiralförmige Einbuchtung oben hat. Und die kann man zum Beispiel mit einer Spritze oder wenn man geschickt ist, auch wenn man es vorsichtig aus dem Becherle rausgießt, einfach auch zum Beispiel mit Schokolade füllen oder mit Zuckerguss auspinseln, ein paar Streusel hin und hat dann eben nachher so ein richtig schönes Spiralmuster auf dem Kuchen. Habe ich zuletzt verwendet in meinem Kokoskuchen. In meinem letzten Kokoskuchen habe ich diese Form hier benutzt. Die ist tatsächlich ein bisschen schwabbeliger als der Rest, funktioniert aber trotzdem klasse und der Kuchen löst sich wirklich hervorragend, muss man ganz klar sagen. Ich habe hier einfach mal bei dem Rezept Backtrennspray benutzt. Kam rausgehüpft, also praktisch wie von selber und sieht verziert auch wirklich, wirklich toll aus. Ja, so viel erstmal zu den Formen. Das waren jetzt die, die ich euch unbedingt mal vorstellen wollte, wo ich sage, jawohl, mit denen erzielt man wirklich tolle Ergebnisse, wenn man mal was ein bisschen Außergewöhnliches backen will oder wenn man mal ein bisschen außergewöhnliche Form einfach sucht, weil man von den normalen Formen einfach mal so ein bisschen die Schnauze voll hat. Traut euch wirklich mal ran an die Silikonformen, falls ihr das noch nicht macht. Ach, eins noch, ganz wichtig. Die Frage ist natürlich immer, wie bekommen die so einen geilen Guss hin? Ja, also wenn ich mir einen Guss anschaue, einen Kuchenguss, wie er beim Bäcker ist, schaut es ja immer wirklich super perfekt aus. Und zu Hause, wenn ich den Kuchen mit meinem Backpinselchen eingepinselt habe mit der Schokolade, schaut es immer so ein bisschen aus. Und der Trick ist ganz einfach, ihr nehmt einfach so eine Vollmilchkuvertüre zum Beispiel und gießt hier einfach mal richtig schön was rein. Dann nehmt ihr den Kuchen wieder, setzt ihn rein und gießt dann außenrum nochmal mit Schokolade auf. Und dann ist es also so, dass die Schokolade genau die Form der Silikonbackform annimmt. Wichtig ist allerdings, bevor ihr den dann wieder rausnehmt, muss die Schokolade wirklich pickelhart sein. Also wenn der noch weich ist, wenn ihr es eilig habt, ist dieser Trick mit, ich gieße Schokolade rein und drücke dann den Kuchen rein, dann drückt sie mir auch die Schokolade an der Seite hoch und zur Sicherheit gieße ich oben immer noch mal so ein bisschen, ziehe ich so ein bisschen und gieße noch ein bisschen was rein. Wenn ich es eilig habe, funktioniert es nicht, weil da muss die Schokolade wirklich, wirklich gut aushärten. Also gerade im Winter stelle ich ihn dann einfach gerne mal vor die Tür oder man stellt ihn in den Kühlschrank, kann man auch machen. Nichts für Eilige, wenn man Zeit hat und ein richtig cooles Erlebnis, ja. Das ist dann später ein Erlebnis, ein richtig tolles Ergebnis beim Backen haben will, mit dieser Glasur eben, dann sind solche Silikonbackformen wirklich top. Und genau das funktioniert nämlich nicht bei den Metallformen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, bekommt man tatsächlich dann den Kuchen nicht mehr raus, weil die Schokolade eben unglaublich an diesem, sogar an die Haftbeschichtung pappt. Und hier habe ich eben den Vorteil, ich kann die Form ziehen und so löst sich die, wenn ich gegenüberliegenden Seiten immer so ein bisschen ziehe, löst sich die eben wieder von der Schokolade, sodass ich den Kuchen zum Schluss eben wieder rausstürzen kann.
Ja, so viel dazu. Wie gesagt, die Links zu den ganzen Produkten mal unten drin. Es sind tatsächlich nicht die billigsten, die ihr irgendwo findet, aber es sind die, die sich zumindest bei mir bewährt haben. Ihr wisst, ich tät euch nicht sagen, die sind gut, wenn sie es nicht sind. Mache ich nicht. Das sind Produkte, die ich mir selber gekauft habe. Also ich bin hier nicht gesponsert oder sonst irgendwas, sondern das sind Produkte, für die ich meinen ganz privaten Geldbeutel aufmachen musste und das eben besorgt habe. Ich habe es auch alles bei Amazon gekauft, muss ich jetzt fairerweise gestehen. Wüsste jetzt auch kein Geschäft, wo ich die hier so vor Ort kaufen könnte. Also von daher, falls ihr euch für eine schöne Form interessiert, hoffe ich, ihr habt gleich was mitnehmen können. Falls ihr wissen wolltet, wie das mit der Glasur funktioniert, hoffe ich, dass ihr das auch einigermaßen verstanden habt. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, kann ich auch nochmal ein extra Video zu machen. Ansonsten habe ich euch gesagt, worauf ihr achten solltet. Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder am Sonntag mit einem neuen Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif, euer Uli.